So, einen wunderschönen guten Tag und allerherzlichst willkommen zu Let's Play Neverwinter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr seht es vielleicht gerade schon. Ich habe mir ein bisschen eine ganz gewürzleere Neuheit ausgedacht. Nämlich habe ich jetzt kein mega fettes Headset mehr auf, was mir alles verdeckt. Und habe jetzt einfach mal hier so kleine In-Ear-Kopfhörer drin. Hier, da, so sind die, ne, so kleine süße Teile. So seht ihr einfach mehr von mir. Jetzt musste ich gerade selber kurz in die Kamera nochmal schauen. Und ich habe ein bisschen mal die Bildqualität geändert. Ich glaube, das sollte eigentlich besser so sein. Also wenn zumindest, wenn ich mich jetzt selber mal auf dem anderen Monitor sehe, ist schon okay. Trotz alledem ist das Mikrofon immer noch im Weg. Darum komme ich einfach nicht drum rum, weil sonst hört man mich atmen einfach. Aber ja, da müssen wir jetzt eben mit leben. Ist eben so. Aber scheiß drauf. So, und wir müssen jetzt einfach mal hier direkt weiter in den Tower District. Und ich glaube, ich rede viel, viel lauter mit diesen Kopfhörern in den Ohren. Weil die noch mehr abdichten als die anderen. Ich hoffe, ich schreie jetzt nicht zu sehr. Wenn das doch dem so ist, dann lasse ich es lieber das nächste Mal. So. Okay, aber trotz alledem gehen wir jetzt mal hier raus und schauen mal, wo wir denn jetzt hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück zum Orks töten. Meine Güte, ist hier schon wieder viel los, hey. Hätte gern einmal den Glitzerpfad wieder. Könnte man sich hier die Quest anzeigen? Nein, da auch nicht. Ich hab's vergessen. Wir gucken einfach hier oben nochmal eben rein. Questbuch auf. Ach nee, J ist es. Sieht von hier aus genauso aus wie ein I. Kanalisation durchsuchen. Ja, ja, ja. Die Kobolde haben den Strand von Grace Rotten einen herrlichen Tag ausgeraubt. Für die Flucht haben sie ein kleines Kanalisationsgitter benutzt. Verfolge die. Okay. Lassen wir uns hier mal den Questpfad für anzeigen. Und dann machen wir das mal. Wir sind Stufe 12. Oh, das ist eine Stufe 10er Quest, aber ja, wundersame Gegenstände. Aber wir machen das trotzdem mal eben. Weil es ist ja schade, wenn wir jetzt hier so eine Quest an uns vorbeigelassen und noch sind wir immer in dem Bereich, wo wir die nutzen können. Boah, haben diese Kopfhörer eine schlechte Qualität. Ist mir noch nie so aufgefallen. Oder es liegt daran, wo ich sie angestöpselt habe. Am Rechner. Unten. Am Laufwerk. Das könnte sein. Aber egal. Oh, aha. Was? Falle ausgelöst. Au. Pennerfalle. Das brauche ich ja auch nicht mehr entschärfen. Okay, Finderlohn. Alles klar. Das machen wir doch gern für dich. So, Quest angenommen. Und wir sollen die Schriftrollen jetzt einsammeln. Das kriegen wir wohl hin. Wir können jetzt auch in Stealth gehen, aber hier war's. Oh, und die erwischen uns auch, wenn wir in Stealth sind. Aber nicht ganz so krass, glaube ich, oder? Ja, wobei, das sind Level 10er, das darf man jetzt nicht missachten. Oder? Was haben die ja? Stufe 10. Naja, machen wir mal schnell hier. Ist ja fix gemacht. Das wollte ich eigentlich als erstes. Weil die Questbelohnung und so ein bisschen Geld nebenbei schadet ja natürlich so überhaupt nicht. Außerdem sollten wir hier nur locker unser Level abbekommen. Also selbst wenn die halt niedrigstufig, also niedrigstufig stimmt ja auch nicht, sind ja auch bloß zwei Level Unterschied. Was ist das? Was kann man damit machen? Alter! Aua! So, Moment, die entschärfe ich mal eben. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Voll entschärft. Alter, ich habe die doch... Alter, da ist noch eine. Ach nee, drei ist es. So, hier, da kann ich mich heilen. Was kann man denn da oben machen? Ich kann es nicht anvisieren. Naja, egal, werden wir schon rausfinden.
Bams und Rums und weg mit dir. Naja, da sind schon wieder Fallen. Gut, dass da nichts reingefallen ist. Na, was sind das eigentlich für Viecher? Kobolde, achso, Kobolde. Ah, verstehe. Zumps. So, hier liegt dann auch die nächste Schriftrolle. Jetzt würde mich ja echt mal interessieren, was wir da an der Wand haben. Ob das auch irgendwelche Fallen sind oder was auch immer. Mein Handy leuchtet. Es hat aufgehört. Das sind tatsächlich Fallen. Cool. Also, mich würde mal interessieren, was da rauskommt, aber ich möchte eigentlich auch nicht reinrennen. Okay, da ist ein Hebel. Hebel, 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 Hebel. Und wir haben ihn mit unserer mentalen Kraft einfach mal gezogen. Kann ich das looten? Ich weiß es nicht. Erstmal kümmere ich mich um die Jungs. Oh, hier einmal aus der Ego-Perspektive. Und jetzt sende ich die mal weg. Nein, da steht keiner hinter. Ich dachte gerade. So, jetzt muss ich mal noch so einen Heal-Pot schlüpfen. Schade, können wir nicht verwenden. Oh, Mann, Falle entschärfen. Gehen wir mal da lang. Falle entschärfen. Alter, was ist denn hier los? Hier sind ja bloß Fallen. Das ist ja krass. Na, da steigen wir auch mal nicht drauf. So schlau sind wir dann auch noch. Sagte der, der gerade in 20.000 Fallen gerannt ist. Ja, ich weiß. Bam. Jetzt noch ein paar Dolche an den Kopf. Oh, das ist aber gut gepanzert. Und Sums. So, was? Behandelter Ring. Ja, ein behandelter Ring. Und eine Schatztruhe. Hey, lach mich nicht aus. Was kommt denn da an? Spinnen. Oh, schön. Und weggesenzt. Elementares Feuer. Wozu braucht man sowas? Aber ich habe doch noch gar keinen Schatz bekommen. Da liegt noch eine Schriftrolle. Die wollen wir mal mitnehmen. Was passiert denn hier? Ach lol, da kommen erstmal Kettensägen raus. Oder Kreissägen, keine Kettensägen. Aber trotzdem cool. Hm, warum nicht? Boah, die hält aber viel aus. Und spawnt auch noch kleine Spinnen. Na super. Was? Ich wollte eigentlich nicht ausweichen, aber ich hab's trotzdem gemacht. Achso, mit F. Oh. Dagger of Swiftness. Plus 12 Schaden, plus 27 Kraft. Oh, die sind ganz schön geil eigentlich. Die könnte man sich da doch fast mal anlegen. Wie viel Damage? Bis 45. Bis 32 dürfte eigentlich viel geiler sein als das hier, oder? Ja, nehmen wir mal. Das hat irgendwie nicht geklappt. Hallo? Ja, so hat's geklappt. Na gut. Von mir aus. Ja. Fallgitter entriegelt. Yay. Also können wir weiter. Nach seiner gehässigen Lache. So, jetzt nicht über die Fallen laufen. Und Türchen auf. Hallo. Ach, das ist ein Lager zum Heilen. Und da haben wir noch ein paar Schuhe gefunden. Für welches Level denn? Für Stufe 10. Ja, die können wir einfach mal identifizieren und gucken mal, was dabei rauskommt. Die sind gar nicht mal schlecht. Auch die rüsten wir uns mal direkt aus. Gucken wir mal, was das hier ist. Behandelnder Ring und empfohlen. Aha, aha. Na gut, wenn du das sagst, dann rüsten wir das aus. Wenn der empfohlen steht, dann komme ich ja nicht drum rum. Achso, das ist nichts für uns. Auch nichts für uns.
Und das auch nicht. Na gut, dann eben nicht. Da kam gerade was runter. Hey, lauf doch nicht weg. Eine Kettenrüstung. Yay, damit können wir ganz viel anfangen. Was haben wir hier? Das Fallgitter wird woanders geöffnet. Naja, da müssen wir wahrscheinlich wieder einen Hebel finden. Und hier haben wir noch eine Schriftrolle. Wie viele brauchen wir denn davon noch? Oh, noch ein paar. 4 Stück. Ja. Ach komm. So. Ein Beithänder. Damit können wir auch ganz viel anfangen. Na, die Lakaien sind zum Glück schön schwach. Oh, das können wir auch nicht verwenden. Können wir einfach hier mit ein paar Auto-Hits weghitten, das reicht, Dicke. Noch eine Schriftrolle irgendwo? Ach, da liegt noch Gold. Nehmen wir gleich mit. Erstmal flashen wir uns an den hier ran und BAM! Yeah! So. Fertig. Achso, da lag noch eine Schriftrolle. Oh, das waren aber viele jetzt. Haben wir unser Ziel erfüllt. Cool. Die müssen wir jetzt am Ende des Dungeons hier an irgendjemanden abgeben. Und hier können wir ein bisschen was klauen. Also eine ganze Menge sogar. Auch nicht schlecht. Noch ein kleines Feuerchen. So, aber ansonsten haben wir hier nicht viel, außer noch einen Hebel. Der natürlich das Gitter öffnet, was auch sonst. Und ich glaube, ich stelle mich nochmal ganz kurz ans Feuer zum Heilen. Das war doch hier gleich am Anfang, oder? War das hier? Gott, ich und mein Orientierungssystem auch schon wieder furchtbar. Ja, aber da war's. So, dann einmal drauf da. Ist ja fast besser als ein Heiltrank. Oder eigentlich, genau genommen, wirklich besser als ein Heiltrank. Sparen wir uns ein bisschen Zeugs bei. Und ich... Irgendwie nervt mich das hier unten gerade. Neue Händleraufgabe. Okay. PvP! Oh, ich glaube, PvP machen wir nachher mal. Also PvP meine ich. Aber ich glaube, ich schreie total. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich hänge mir mal hier... Ich spiele mal bloß mit Sound auf einem Ohr. Gerade, weil dann schreie ich euch nicht so an, hoffentlich. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich super laut schreie, um mich selber zu hören. Und das wäre doch auch mal was, oder? Mal ins PvP hüpfen und mal eben hier einmal raus. Hm, warum eigentlich nicht? Oh, apropos raus. Lalalalala, Dolch ins Gesicht. Huch. Zusatzquest. Warte, da stand gerade so viel, das konnte ich gerade alles nicht so schnell zuordnen. Außerdem bin ich schon wieder ein Level Up. Ein Level Ups. Was? Verwenden Sie irgendwas mit irgendeinem Tausch? Knutsche ich gerade mal eben mein Mikrofon, Moment. Eigentlich habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, mich damit gerade zu beschäftigen. So, aber ich habe wie gesagt ein Level Up. Das finde ich ganz spannend. Wir haben eine neue Kraft, aber wir kriegen erst ab 15 neue Skills. Und wir sind gerade mal 13. Was macht das denn? Das ist ein Burstschaden, der eine Menge Damage macht sogar. Wir skillen den einfach mal, weil wie wir ja bekanntlich wissen, müssen wir ja sowieso irgendwie mehr oder weniger alles ausskillen. Zumindest im Moment noch. So, das hier ist noch ein Questgegenstand. Ihr habt eine kleine Götzenstatue in der Truhe unter dem falschen Boden entdeckt. Sie ist ziemlich heruntergekommen. Sie ist angeschlagen und die Edelsteine wurden aus ihren Fassungen herausgebrochen. Sie könnte dennoch einiges wert sein. Ihr erinnert euch, außerhalb des Marktplatzes der Sieben Sonnen einen seltsamen Kobold namens Rix gesehen zu haben. Nein.
Er bot Passanten Astraldiamanten im Tausch für Artefakte wie diese an. Vielleicht kann er euch verraten, wie viel diese wert ist. Okay, also ich glaube, das sind auch schon wieder solche komischen Kristalle, womit man hier irgendeinen Kram machen kann. Kriegt der Trefferverteidigung Robustheit, aber dafür geht die Kraft ein bisschen runter. Muss ich aber ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Legen wir mal an. Und, ach ja, wir haben noch ein neues Talent. Können wir denn jetzt eigentlich... Noch nicht verfügbar, noch nicht verfügbar. Na toll. So für 6 Aktionspunkte Bonus auf den Schaden. Maximale Trefferpunkte. Ich finde das ja eigentlich ganz cool. Aber ich weiß noch nicht so richtig, was das nachher mit diesen Vorbildbäumen hier auf sich hat. Irgendwie. Ich meine, das sind ja ganz andere Symbole, oder? Ja, das ist es. Weiß ich nicht. Mal gucken. Wird sich schon noch zeigen. Hab ich noch mehr? Nee, ich habe nicht noch mehr. Änderung zuweisen. Gogo, ja, ja. Ja, ich sag ja, der wird bestimmt total verskillt. Aber, pff, wen interessiert's? Ich bin, glaube ich, schon wieder ein bisschen runtergerutscht. Moment, so. Jetzt seht ihr mich wieder ein bisschen mehr. So, wie lange nehme ich jetzt auf? Das ist jetzt eine Folge fast. Da könnten wir jetzt erstmal kurz schauen, dass wir einmal den Götzen abgeben gehen. Also erstmal bringen wir den Schmuck zurück und so weiter, das müssen wir sowieso machen. Muss ich da wieder rein? Ach ja, jetzt geht's. Ich dachte gerade schon. So, und jetzt müssen wir ihm erstmal das Zeug in die Hand drücken, oder was? Hä? Stimmt, ich sollte ja am Ende des Dungeons irgendjemand irgendwas in die Hand drücken, oder? Gehen Sie zu Protectors Enclave. Hä? Jetzt bin ich gerade echt verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich will ich jetzt gerade nicht nochmal durch. Moment, hä? Das blicke ich gerade irgendwie nicht. Komme ich hier wieder raus? Kann ich einfach wieder rausgehen? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Das habe ich da jetzt echt was übersehen? Das wäre natürlich ärgerlich. So, Moment, ich latsche hier nochmal eben raus. Und jupp. Verlassen wir die Kanalisation noch einmal und Achso, da sitzt der. Lol. So, hier, Finderlohn. Ja, dankeschön. Yay, ihre Juwelen. So, okay, den haben wir auch, oder das Zeug haben wir auch abgeschlossen. Jetzt einmal zurück zu Nox. Und dann gehen wir mal ins PvP-Gebiet, würde ich sagen. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich total sterben, aber egal. So, aus Spaß an der Freude kann man da einfach mal reinsteigen. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen, wenn ich das mit euch mal gemeinsam mache. Aber warum nicht, ne? Wir wollen ja uns alle Facetten des Spiels hier einfach mal anschauen. Dementsprechend würde sich das, denke ich, durchaus lohnen. Außerdem hörte ich mal, dass der PvP-Modus hier drin gar nicht so schlecht sein soll. Warum, weiß ich nicht, aber es wurde mir mal so in die Richtung erzählt. Alles klar. So, aber erstmal kurz mit dem alten Nox sprechen, bei dem waren wir auch echt schon lange nicht mehr, ne? Noxi! Ich glaube, meine Nachbarin will mich gerade immens ärgern. Er kann da ziemlich laut Musik an und wenn man das hier in dem Video hört, dann verprügel ich sie morgen früh. Komm her, du, hier. So, ich hoffe, man hört's nicht. Also, es würde mir echt leid und ich hab's gerade auch nur mit einem Ohr gehört. Okay. Aber erstmal wollen wir PvP machen.
Alter. Und zwar, achso, wir können, nee, der Moment, das will ich jetzt gerade nicht, dann gehen wir doch einmal hier in den Quest-Kram und hüpfen da mal rein. Da habe ich jetzt echt Lust drauf. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet und wie sehr wir auf die Schnauze bekommen. Ah, die Götter, sie schreien. Ja, der war schlecht, ich weiß. Da kommt Bishop. Was läuft ihr da alle hoch? Gibt's da was umsonst? Hä? Hier stehen echt immer eine ganze Menge Leute rum. Echt schon hart irgendwie. Also das Spiel scheint im Moment relativ beliebt zu sein, wenn man das so sieht. So, und das hier scheint der PvP-Anmelder zu sein. Hallo. Okay, weiter. Bereit für einen wahren Test eurer Fertigkeiten? Ja. Ja, okay, dann reihen wir uns hier mal ein. Und müssen jetzt warten, wahrscheinlich. Ihr Warteliste für weitere Informationen K drücken. Schauen wir doch mal. Ungefähre Wartezeit 15 Minuten. Das ist dann 5 on 5, okay? Das ist ja interessant. 5 on 5. Cool. Na gut, wir schauen uns das mal an und warten jetzt einfach mal hier. Ich mach so lange nichts. Ich guck einfach in die Kamera.